Es ist wieder Mittwoch, es ist 18.18 Uhr und das heißt, wir haben wieder Orga TV. Was haben wir heute im Programm? Wir haben, wie schon in der vergangenen Woche angekündigt, die Idee Baustellen an der Uni. Dann werden wir über den Botanischen Garten reden und es wird einen Beitrag geben zum Orga TV Vodcast, den wir ja jede Woche hier vorstellen. Ich kann auch schon so viel verraten. Heute haben wir einen Studiogast hier bei Orga TV. Dazu aber später mehr. An der Uni wird gebaut und das nicht zu knapp. Das betrifft sowohl das Gebäude B41, das betrifft einige Neubauten, von denen ich noch gar nicht weiß, wie sie in Zukunft heißen werden, und das betrifft ganz besonders die Universitäts- und Landesbibliothek. An der Universitäts- und Landesbibliothek wird nicht nur renoviert, sondern es werden Teile sogar abgerissen und vollständig neu gebaut. Und Orga TV hat sich mal angeschaut, was da alles passiert und wie es da aussieht und was auf uns zukommt und was das kostet und vieles, vieles mehr. Scheiler Gusenburger hat den Beitrag vorbereitet und den schauen wir uns jetzt mal an. Im heutigen Baustellenreport hat sich Orga TV die Baumaßnahmen an und um die Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek, kurz SULB, angeschaut. Die Baumaßnahmen an der SULB schienen längst überfällig, denn nicht nur von außen war das Gebäude eines der baufälligsten auf dem Saarbrücker Campus. Im Februar begann der dritte Bauabschnitt im Zuge der Renovierung der Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek. Zurzeit wird gerade das alte Verwaltungsgebäude abgerissen. Laut SULB-Blog ist für den dritten Bauschnitt Folgendes geplant. Der Altbau wird vom Grund auf saniert. Lese- und Informationssäle und die Lehrbuchsammlung erhalten zukünftig darin wesentlich mehr Raum. Eine Selbstverbuchung soll verwirklicht werden. Damit wird zukünftig die Ausleihe und Rückgabe von Medien unabhängig vom Personal während der gesamten Öffnungszeit möglich sein. Da der Lesesaal ebenfalls geräumt werden musste, steht den Studenten bis zur Fertigstellung der Bibliothek der Ausweichlesesaal im Gebäude B51 auf den ehemaligen Tennisplätzen der Universität zur Verfügung. Der Ausweichlesesaal ist weitaus kleiner als der alte Lesesaal und das Reservieren von Arbeitsplätzen ist daher nicht mehr möglich. Laut SULB aber hat man die Möglichkeit, seine Materialien in einer Box in den Räumen des Lesesaals zu lagern. Die Ausleihe- und Lehrbuchsammlung befindet sich immer noch im Gebäude der SULB und wird dort auch bleiben. Wer Bücher ausleihen möchte, findet die Lehrbuchsammlung im ersten Stock des Turms. Allerdings ist der Eingang nun auf der Rückseite des Gebäudes. Die Fertigstellung der neuen Bibliothek ist für Herbst 2010 vorgesehen. Dann können sich die Besucher auf eine neue und moderne Bibliothek freuen, für die das Saarland rund 14,2 Millionen Euro allein für den dritten Bauabschnitt investiert hat. Ja, da können wir uns schon freuen auf eine tolle neue saarländische Universitäts- und Landesbibliothek. Nicht ganz so erfreulich sind andere Dinge, die im Zuge von Baumaßnahmen hier auf dem Campus passieren. Die sind zwar teilweise nicht zu ändern, aber gerade auch für Studierende teilweise wirklich störend. Das sind zum Beispiel Probleme, die entstehen, wenn ja Bibliotheken genutzt werden sollen im Zuge von Diplom- oder Seminararbeiten, dann entsprechende Bücher nicht aufgefunden werden können etc. Aber
die Probleme sind auch alle zu lösen. Ich habe von einer Lösung inzwischen gerade bei Seminararbeiten gesprochen. Hier wurde die Abgabefrist um 1 bis 2 Wochen verlängert, sodass also Studierende diesen Nachteil durch die Baumaßnahmen in den Bibliotheken durchaus auch wettmachen können. Ganz schwierig wird es natürlich auch in den Sommermonaten. Hier sind teilweise durch Baumaßnahmen und Sanierungsarbeiten teilweise Fenster fest verschlossen oder die Fenster dürfen nicht geöffnet werden. Wenn es dann in den Hörsälen so richtig heiß wird und man eben nicht mal die Möglichkeit hat zu lüften, wird es teilweise natürlich schwierig, sich weiter zu konzentrieren, insbesondere in den Veranstaltungen am Nachmittag, wenn die Sonne so richtig in die Hörsäle reinbrennt. Aber auch dafür werden wir sicher Lösungen finden. Also wir freuen uns auf einen schönen, sich weiterentwickelnden Campus. Richtig schön ist der Campus auch aus einem anderen Grund, nämlich wegen des Botanischen Gartens hier an der Universität des Saarlandes. Ich weiß nicht, wer von unseren Orga-TV-Zuschauern schon mal den Botanischen Garten besucht hat, aber wer das nicht getan hat bislang, sollte das unbedingt einmal tun und bequem, gemütlich über die Freilandanlagen schlendern, sich da vielleicht in der Mittagspause ein bisschen erholen, in der Sonne liegen und die frische Luft genießen oder sich in den Gewächshäusern über ganz unterschiedliche, auch teilweise sehr seltene Pflanzenarten informieren. Was gibt es im Botanischen Garten zu sehen? Wir werden gleich ein paar schöne Eindrücke und Bilder des Botanischen Gartens uns anschauen im nächsten Beitrag. Vielleicht noch so viel, der Botanische Garten ist in der Sommersaison, also von Mitte April bis Mitte Oktober täglich von 10 bis 20 Uhr bezüglich der Freilandanlagen geöffnet. Die Gewächshäuser sind von montags bis donnerstags von 10 bis 15.30 Uhr geöffnet und an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 17 Uhr. Also ich kann nur empfehlen, auf jeden Fall mal jetzt im Sommer den Botanischen Garten zu besuchen und um auch die letzten Zweifler zu überzeugen, hier ein paar wunderschöne Bilder aus dem Botanischen Garten. Der Botanische Garten der Universität des Saarlandes wird überwiegend von den Studenten genutzt, um vom Parkhaus P1 auf den Campus zu gelangen. Aber nur von den wenigsten wird die großzügige 2,5 Hektar große Anlage genutzt. In dem 1952 gegründeten Botanischen Garten sind mehr als 2500 Pflanzen heimisch. Täglich können Besucher von 10 Uhr bis 20 Uhr in der Freianlage auf der Wiese entspannen. Gerade im Sommer kann man hier als Student oder Angestellter der Universität des Saarlandes seine Freistunden und Pausen verbringen. Naturbegeisterte Besucher finden an jedem Baum und jedem Strauch Informationen über Herkunft und Namen der Pflanze. Wer im Sommer gerne in der Sonne liegt, kann zwischen Wiesenbänken und dem neu gestalteten Teichufer wählen. Neben der großzügigen Außenanlage gibt es noch 5 Gewächshäuser. Dort kann man die Pflanzenwelt aus den Tropen und Subtropen, dem mediterranen Klima bis hin zur Wüste und Halbwüste bestaunen. Wer einen stabilen Kreislauf hat, kann montags bis donnerstags sowie sonntags von 10 Uhr bis 15 Uhr eine große Welt auf einem kleinen Raum entdecken. Wem das noch nicht reicht, der sollte sich den Veranstaltungskalender des Botanischen Gartens im Internet ansehen. Dort werden das ganze Jahr über Führungen und verschiedene Veranstaltungen angeboten. Ja, also nichts wie hin in den Botanischen Garten. Und jetzt haben wir auch den Studiogast hier im Orga-TV-Studio. Ich hatte ja angekündigt, der geheime, prominente Gast. Und zwar seit Wochen erzähle ich ja immer gegen Ende der Orga-TV-Sendungen von der Kollegin Caroline Jorzig, die dann den Orga-TV-Wodcast moderiert und die entsprechenden Webseiten aus der Szene Web 2.0 und so weiter eben vorstellt. Und sie ist heute dann auch mal im Studio. Hallo Caro. Hallo. Warst du schon einmal im Botanischen Garten? Nee. Ich bin da immer nur durchgegangen, wenn man zum Parkplatz musste mal. Aber ansonsten, also wenn das schon zum Botanischen Garten dazugehört, das weiß ich nicht.
Ich würde dringend empfehlen, mal hinzugehen. Ich war schon im Botanischen Garten, ich glaube sogar schon mehrfach. Ich war schon mehrfach da. Vielleicht sollten wir die nächste Mittagspause im Botanischen Garten machen. Wir gehen runter zum Edeka-Markt, kaufen uns da unser Brötchen und setzen uns dann in den Botanischen Garten. Also das ist wirklich schön. Sehr schön. Ja, sollte man unbedingt mal machen. Ist notiert. Cool. Wird diese Woche noch hoffentlich, solange das Wetter gut bleibt. Wer mit möchte, ne? Realisiert. Ihr seid herzlich willkommen. Ja, können alle mit in den Botanischen Garten kommen. Wir sitzen dann da und na, dann lassen wir es vielleicht auch sogar noch filmen. Caro, der Orga-TV-Podcast, seit wann moderierst du den? Also ich mache das seit einem Jahr, anderthalb ungefähr. Vorher hat das ja die Esther Naumann gemacht, die auch mal bei Orga-TV aktiv war als studentische Mitarbeiterin. Und davor sogar noch, habe ich nämlich vorher noch überlegt, war ja auch mal unsere bulgarische Freundin Valeria. Stimmt. Im Vodcast. Das ist eigentlich diejenige, auf den dieser Vodcast basiert oder die Idee. Genau, sie hatte die Idee. Genau. Also Grüße nach Bulgarien zu Valeria und ich glaube, Esther ist inzwischen in München. Grüße nach München an unsere ehemaligen Orga-TV-Moderatoren. Genau. Die Idee ist, Orga-TV stellt eine Webseite vor, aus dem Bereich Web 2.0 oder ist das inzwischen, wie wird das gehandhabt? Was machen wir da? Ja, das ist aber allerdings erst im Laufe der Zeit entstanden. Ne? Okay. Also wir haben anfangs das so ein bisschen gehandhabt wie Orga-TV, nur dass wir dann geschaut haben, dass halt interessante Themen vielleicht nochmal in einem Podcast vertieft werden, dass wir auch, genau wie bei Orga-TV, eben Themen aus dem Fachbereich, vom Campus oder auch aus der Umgebung halt eben aufgreifen und haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass das einfach auch zu lang ist. Das schaut sich ja auch irgendwann niemand mehr an, wenn es so lang wird. Und dass eigentlich das Thema Web 2.0 oder das große, weite Web eben so viel bietet, dass man sich auch nur darauf spezialisieren kann. Das hat sich so entwickelt sozusagen in der Zeit. Ne? Und jetzt gibt es jeden Freitag dann, jede Woche, jeden Freitag eine Webseite, die vorgestellt wird. Genau. Aus dem ganzen großen Web suchen wir immer die interessantesten Sachen raus. Okay. Und schauen, dass wir möglichst viele Bereiche abdecken. Und das geht dann von irgendwelchen Shopping-Communities, die mir natürlich immer besonders gut gefallen. Denke ich mir, ja. über wirklich die Idee, wo kriege ich Schlafplätze her und was gibt es einfach Interessantes im Web, an neuen Plattformen. Und das macht eine kleine Redaktion hier im Orga-TV-Studio. Genau, das wird mir immer vorbereitet. Ich bin redaktionell also nicht tätig, sondern das macht momentan die Scheiler, die eben immer schaut, was es Interessantes gibt, auch ein kurzes Konzept schreibt, also sprich mir wirklich die Worte in den Mund legt. Ich forme das dann immer so ein wenig noch um, wie man es eben am besten dann auch sich merken kann, weil ich muss dann ja auch kurz vorher auswendig lernen. Und dann machen wir das immer. Super. Und jetzt steht hier auf meinem Spickzettel, die Seite diesmal war www.kohleverbrassen.de. Ja, richtig. Kohleverbrassen.de, was ist das denn? Super, oder? Das möchte doch eigentlich jeder von uns. Wieso? Weil du sagtest eben, du liebst die Shopping-Seiten. Ja. Kohleverbrassen. Finde ich auch großartig. Ist auch cool. Ja. Das ist auch eher mein Thema. Okay. Worum geht's? Es geht darum, dass diese Plattform versucht, ich sage jetzt mal, Wünsche wahrzumachen. Mhm. Das bedeutet, man kann dort sein Projekt, was man verwirklichen möchte, sei es eine Reise, sei es man möchte sich ein Buch kaufen, sei es man möchte sich neue Klamotten kaufen, kann man dort vorstellen und kann im Prinzip darum bitten, dass man Geld dafür bekommt. Und das beruht eben auf diesem Prinzip des Nehmen und Gebens. Ja. Und man versucht dann eben die anderen Teilnehmer dieser Plattform oder die anderen Mitglieder dafür zu bekommen, für seine Idee zu bekommen. Und muss dann eben schauen, dass man am Ende derjenige ist oder diejenige ist, die innerhalb, ich glaube, von 21 Tagen, wenn ich mich richtig erinnere, eben den Zuspruch bekommt von den anderen Mitgliedern. Okay, also dann, du sagst irgendwie, weiß ich nicht, ich möchte, möchte hier auf dem Campus einen Eiscafé eröffnen. Ja. Genau. Liebe Saarbrücker Studenten, stimmt dafür, dann stimmen die dafür
Und wenn du die meisten Stimmen erhältst gegenüber anderen Ideen, dann hast du schon mal gewonnen. Aber wo kommt jetzt dann das Geld her, dass du das Eiscafé öffnen kannst? Also so viel ich das weiß und ich das verstanden habe, ist das so, dass man eben auch sagt, ich würde dafür 50 Euro spenden beispielsweise. Ja. Das eben, deswegen eben dieses Geben- und Nehmen-Prinzip so, und die okay, Idee. Ja. Und eben dann das zusammenkommen muss. Und angeblich sind bislang Projekte in Höhe von insgesamt 2600 und noch ein paar zerquetschte Euro dabei rumgekommen. Wobei ich nicht sagen kann, was da jetzt genau bewilligt wurde oder nicht bewilligt wurde. Das heißt, mit dem Eiscafé auf dem Campus hättest du ganz gute Chancen, wenn dann jeder Student sagen würde, super. Ich weiß nicht, wie ich gebe einen Euro oder so. Ja. 10.000 Studenten? 12.000? Müssten wir eigentlich wissen. Ja. Gucken wir mal nach. Sagen wir mal 10.000 Studenten, die sagen, super Idee, mache ich und das ist mir ein Euro wert. Das sagen dann noch vielleicht die Hälfte, also 5.000. Mhm. Dann hast du 5.000 Euro und kannst da deine kleine Eisbude aufmachen. Ja. Wäre eine Maßnahme. Sollten wir vielleicht in OrgaTV groß promoten und ankündigen und dann mal schauen, ob das funktioniert. Frage ist, ob ich jeden Tag in der Eisdiele stehen möchte. Wobei das ja nur Sommergeschäft vielleicht auch ist. Ja. Und vielleicht stellt sich auch ein Student hinter die Theke. Ja, gut. Wir machen das nur als Betreiber dann. Na gut, überlegen es uns. Okay, wir gucken uns den Podcast mal an. Mhm. Die Webseite www.kohleverprassen.de. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen OrgaTV-Podcast aus der Universität des Saarlandes. Rechnungen zahlen, Miete zahlen, Studiengebühren zahlen und so weiter und so fort. Ihr wisst nicht mehr, wo euch der Kopf steht. Ihr würdet euch endlich so gerne mal wieder etwas Gutes tun oder aber einen langen Wunsch erfüllen oder einfach mal wieder Kohle verprassen. Auch dafür haben wir eine Lösung im großen, weiten Web 2.0 gefunden, nämlich auf www.kohleverprassen.de. Wer und was dahinter steckt, das seht ihr jetzt. www.kohleverprassen.de ist ein junges Startup-Unternehmen aus Köln. Hinter der Plattform verbirgt sich ein Wunsch- und Geldeinsammlungsdienst, der Usern zum großen Glück verhelfen kann. Um für euer Projekt einen Geldgeber zu finden, müsst ihr natürlich erst einmal registriert sein und 3 Spendenmünzen einer Kategorie käuflich erwerben. Bei der Spendenmünze handelt es sich um eine virtuelle Währung, die je nach Kategorie zwischen 2 und 10 Euro kosten kann. Um eurem eigenen Wunsch näher zu kommen, müsst ihr die anderen User natürlich von eurem Projekt überzeugen. Sei es durch Bilder oder einfach nur durch eine kreative Beschreibung. Dem Wunsch sind keine Grenzen gesetzt. Von einem Tauchkurs bis zu einem Darth Vader USB-Hub ist alles möglich. Es bleiben euch insgesamt 28 Tage Zeit, um die Community von eurem eigenen Herzenswunsch zu überzeugen und euch so die finanzielle Unterstützung zu sichern. Ihr habt es also gehört, es bleiben euch nur knapp 4 Wochen, um die anderen User von eurem Projekt zu überzeugen. Ich würde allerdings die Erwartungen nicht ganz so hochschrauben, denn erstens ist diese Plattform noch recht jung und zweitens ist natürlich noch nicht wirklich bewiesen, ob dieses Prinzip überhaupt funktioniert. Laut Plattform sind mittlerweile 2.697 Euro etwa schon rausgehauen worden zum Verprassen, aber es muss natürlich auch immer das Geben- und Nehmen-Prinzip funktionieren und das funktioniert nur dann, wenn jeder genauso viel und gerne gibt, wie er auch nimmt. Ihr solltet vielleicht das Projekt eher als ein Spaßprojekt sehen. So wie beispielsweise Sarah von Germany's Next Topmodel, die ja auch nie damit gerechnet hat, jemals zu gewinnen. Wenn ihr nämlich dann euren Wunsch erfüllt bekommt, seid ihr umso glücklicher und überraschter. Das war's von mir für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt mir treu. Tschüss. Ja, kohleverpackt.de. Super. Überlegen uns was. Irgendwas reichen wir ein. Wir sollten es auf jeden Fall mal versuchen. Ja, einfach, ne? Man muss alles ausprobieren. Genau. Wir müssen alles ausprobieren im Web. Verrätst du uns schon, was im nächsten OrgaTV-Podcast vorkommt? Oder bleibt das geheim bis kurz vor Schluss? Das ist immer sehr geheim. Weil okay. Das bekomme ich ja sogar erst, ich sag mal, eine Stunde, bevor wir dann aufnehmen. Okay. Und das bereitet die Scheile immer sehr gut vor. Das wird unter Verschluss gehalten. Okay, wird also nichts verraten. Trotzdem natürlich
der Aufruf, unbedingt am Freitag wieder den Orga TV Vodcast sich anzuschauen. Und wer, warum auch immer, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, nicht dazu kommen sollte, hat ja dann nochmal die Chance, das nächste Woche mittwochs sich anzuschauen. Und die ganze Woche über. Richtig, man muss es ja nicht freitags, es ist ja genau. Im Abo, ich kann es ja jederzeit mir anschauen. Richtig, totaler Quatsch, was ich gerade überlege. Aber wie gesagt, wer es sich nicht runterladen möchte oder sich nicht on demand anschauen kann, der sieht es dann nächste Woche Mittwoch wieder, ja, gegen Ende der Orga-TV-Sendung. Genau. Ungefähr, weiß ich nicht, 18.30 Uhr, 18.35 Uhr, je nachdem, was wir ansonsten, wie viel Zeit wir ansonsten mit Reden hier im Studio verbracht haben, verprasst haben. Naja, Zeit das darf man nicht sagen, das ist ja fast ein bisschen negativ, Zeit ja, verprasst. Stimmt, kommt einfach darauf an, welche Themen und welche Beiträge, wie lang die Beiträge sind etc. Aber gegen Ende der Orga-TV-Sendung nächste Woche natürlich auch wieder der Orga-TV-Podcast mit Caroline. Genau. Was geben wir den Leuten noch mit auf den Weg, außer dass sie in den Botanischen Garten gehen sollen? Ich hätte noch was ganz Spannendes sogar, was eigentlich hier reinpasst. Okay. Wir haben in zwei Wochen, nämlich am 16.06., eine Veranstaltung im Rahmen unserer HR Organization und Communication Vorlesung. Ja. Eine Veranstaltung in der Aula. Mhm. Und zwar kommen zwei Redakteure vom SR und erzählen den Studenten mal, wie sie mit Medien richtig umgehen. Das heißt, wie kommuniziere ich richtig im Fernsehen? Wie spreche ich mit Journalisten, sodass die wirklich auch meine Botschaft rüberbringen? Ja. Wie mache ich das? Da erarbeiten die Studenten selber was und dann am Ende wird eine kleine Interviewsituation dargestellt, so wie wir das jetzt auch hier haben. Und da sind natürlich auch alle anderen herzlich eingeladen. Also wer da Interesse hat, das mal sich anzuhören und zu lernen, kann da gerne kommen. Das ist in 14 Tagen, hast du gesagt? Also 16.06. 16.06. Die Veranstaltung ist immer von 14.15 Uhr. Ja, von 14.15 Uhr bis 17.45 Uhr. Also Dienstagnachmittag, 16.06. in die Aula kommen. Genau. Und lernen, wie man mit Medien umgeht. Spannend. Super, hört sich gut an. Wir von Orga TV sind natürlich auch da. Genau, Orga TV filmt mit, das ist klar. Ja, dann, darauf weisen wir bestimmt nächste Woche nochmal hin. Und wer mehr Informationen darüber haben will, was der Lehrstuhl sonst noch alles tut, an spannenden Sachen, gerade für die Studenten, der guckt einfach auf www.orga.uni-sb.de nach. Da gibt es alles zum Nachlesen. Da gibt es einen RSS-Feed, den man abonnieren kann, damit man auch definitiv nichts verpasst. Richtig. Ansonsten, Caro? Sagen wir tschüss, ne? Nächste Woche, du bist nächste Woche nicht im Studio. Obwohl, vielleicht. Vielleicht. Vielleicht fällt uns was ein, genau, wo wir mal plaudern können. Wollen wir mal sehen. Halten wir mal noch offen. Alles klar. Das war Orga TV heute und nächste Woche geht's weiter. Bis dann. Ciao. Tschüss.